Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Ort auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Wir haben Winter. Winteranfang wohlgemerkt. Und hoffen, dass ihr die Expedition ist gestartet. Wunderbar, dann können wir das hier freigeben. Für alle anderen sozusagen. So, was backen die hier eigentlich? Wir haben einen, der macht Fleischpastete. Okay, der macht, glaube ich, Fisch. Genau. Und dann können wir hier noch einen, der könnte einfach Gemüsepastete machen. Was haben wir denn da? Wir brauchen Eier für Gemüsepastete, ne? Das ist ungünstig, wenn er das hier macht. Er könnte eher die Fleischpasteten dann übernehmen. Okay. Und er hier die Gemüse. Weil er müsste Eier in greifbarer Nähe haben. Genau, da. Ist natürlich die Frage, ob wir den Stall vielleicht noch was vergrößern. Kann ich das eigentlich? Nee, ne? Nee. Schade. Ich würde sonst schon ganz gerne hier noch einen Hühnerstall, also quasi einen größeren Hühnerstall machen. Oder ich mache einfach einen zweiten. Aber ein zweiter ist auch doof, ne? Muss ich nochmal schauen? Hier wird gebaut. Ach, da kommt unsere Herberge hin. Genau, dafür brauchen wir aber noch Holz. Deutlich mehr Holz, sonst ist ja im Ratzeputz alles wieder weg. Ich glaube, ich habe hier nichts markiert, ne? Können wir noch ändern? Also können eigentlich alles markieren. So, in der Bereich hier bitte. Dass die Leute auch was zu tun haben. Und nicht nur einfach sinnlos da rumstehen. So. Es glänzt ein bisschen arg. Aber, ja, gibt Schlimmeres. Genau, Fleisch kriegen wir hier durch unsere Schweine. Da kriegen wir ja genug für die Fleischpasteten. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwo eine Fischerhütte nochmal hinmache. Dass wir noch ein bisschen mehr Fisch kriegen. Der Wegweiser ist fertig. Wie sieht denn der jetzt aus? Okay, es ist ein Schild. Gut zu wissen. Ein Schild. Nennt sich Wegweiser. Ja. Oder so. Da haben wir nur noch einen Jäger drin. Ja, das reicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die überhaupt noch brauchen. So mitten im Dorf müsste man mal beobachten. Ich weiß gar nicht. Vogelscheuche, die hat man hier irgendwo gebaut, ne? Ne, da hinten. Genau. Schön neben dem Weg. Passt. Passt. Da kommt die nächste hin. Die steht natürlich mitten auf dem Weg, aber egal. Jetzt müssen wir noch ein Stück Weg daneben bauen. Hier dann. So. Sicher ist sicher. Dann haben wir hier alles komplett gepflastert. Passt. Hier laufen die viel. Okay, dann machen wir da auch noch einen Weg hin.
dass sie auch da langlaufen, also schnell langlaufen können. Muss man ein bisschen so das typische Verhalten, die typischen Wege von denen jetzt mal im Auge behalten. Dass man auch da die Wege bauen, wo sie halt langlaufen, ne? Weil sonst machen die keinen Sinn. Kürzen die ab. Haben wir hier keine Wege? Ich staune. Es ist jetzt im Winter natürlich auch alles ein bisschen schwerer zu erkennen. Und ja, ich bin mal, wann kommt denn die Expedition zurück? Im Herbstbeginn nächstes Jahr, okay. Es wird dann jetzt wahrscheinlich noch 2-3 Folgen dauern, bis wir da auch wirklich sind. Sollen wir hier noch eine Fischerhütte hinbauen? Könnten wir eigentlich machen, ne? Da ist direkt ein... Ach so, die ist so groß. Aber hier könnte ich sie bauen. Genau. Weil dann haben wir hier direkt einen Weg zum Lager. Und kriegen noch wieder was mehr Fisch. Wir haben 22 Honig. Da könnte man natürlich auch mal Honigkuchen machen, ne? Okay. Macht mal Honigkuchen. Schmeckt auch lecker. Obstkuchen, Honigkuchen, genau. Für den Obstkuchen, da brauchen wir Milch. Milch und Obst natürlich, ne? 555. Bei 680 Bäumen, also bei, was war das? 680, ne? Für die Herberge? 650. Also 100 Baumstämme noch. Die hier kann ich auch mal markieren. So. Wäre erledigt, dass die auch auf jeden Fall genug zu tun haben, die Leutchen. Bin mal gespannt, wie lange es hier noch geht, bis die hier fällt. Also die Bäume fällt. Doch, so langsam hat sich unser Dörfchen ganz gut entwickelt, würde ich sagen. Gab Zeiten, da hätte ich nicht mit gerechnet. Kriegen wir hier noch ein Häuschen hin? Nicht wirklich. Was könnten wir denn da noch hinbauen? Gemeindehaus. Eine Gruft würde dahin passen. Gruft haben wir auch noch keine, ne? Dann brauchen wir wahrscheinlich den Scheiterhaufen nicht mehr, oder? Sehe ich das falsch? Was haben wir denn für Alternativen? Hat eigentlich die Gruft irgendwelche Vorteile gegenüber den Scheiterhaufen? Weiß das jemand von euch? Da ist keine Alternative dabei. Da auch nicht. Lager, Karawanenstall, ja, den brauchen wir nicht wirklich. Steinturm.
macht nicht wirklich Sinn. Burgtor auch nicht. Castlebahn. Was auch immer das ist. Gibt es hier eine Position, in der wir bauen können? Ja, die hier, oder? Bin ich aber mal gespannt, was das wird. Es macht wahrscheinlich nicht wirklich Sinn, dieses, aber wir machen erst die Herberge. Die geht vor. 710, wir können die Herberge starten. Halleluja. Wenn ich sie finde, da hinten. So. Jetzt könnt ihr drauf loslegen. Tragt mal das ganze Holz dahin, meine Lieben. Oder viel Holz dahin. Viel Stein. Unser schickes Dörfchen. Colchester. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so gut noch entwickelt. Und ja, bin mal gespannt, wie groß wir noch werden. Zurzeit wachsen wir ja nur sehr langsam. Aber wir wachsen. Hier könnte ich dann jetzt auch bald noch wieder Häuser oder irgendwas hinbauen. Da ist eine Scheune. Was wir da hin machen, müssen wir dann auch noch gucken. Vielleicht ein Feld oder auch ein Haus. Dort könnten wir auch ein Haus hinzimmern, ne? Schauen wir gerade mal. Haus. Aber so rum dann, ne? Ich kann nur in eine Richtung drehen, oder? So. Machen wir das da mal so hin. Mache ich auch gerade mal auf Pause. Weil erstmal wollen wir die Herberge hier bauen. Vorher sollen die da gar nicht... Da müssen wir nämlich erstmal gucken, wie das Holz technisch alles hinhaut. Herberge? Herberge. Herberge? Da. Nee. Hier ist die Baustelle. Genau, doch. Ah, sie muss erstmal einebnen. Okay. Ja, das muss natürlich sein. Das Ganze einigermaßen eben wird von der Fläche hier. Ah, ist wohl erledigt, oder? Ja, genau. 2 von 2. Jetzt mal her mit dem ganzen Holz. Was machst du hier? Und du ebnest auch noch ein, okay. Ich dachte, das wäre fertig. Der eine Spatenstich war jetzt, oder Schaufeldings war natürlich nötig. So, ich bin mal gespannt, ob die Herberge dann auch Einwohner beherbergt oder ob das wirklich eine Herberge für Reisende oder irgendwas ist. Ich habe echt noch keine Vorstellung genau davon. Lassen wir uns überraschen. Was das Ganze denn genau wird. Auf jeden Fall haben wir dann eine Herberge. Egal wofür. Ach, das ist dieses Castlebahn-Ding da und da hinten haben wir unser Haus, genau. Schön. Oh, und die Fischerhütte ist auch fertig. Da können wir ja noch Fischer anstellen. 3 Stück. So. Weil die können jetzt im Winter dann zumindest nochmal für Fisch sorgen. Ist ja auch kein Fehler. Jugendlicher ist älter geworden, kann mit der Arbeit beginnen. Sehr schön.
Arbeiter brauchen wir immer. Wir sind inzwischen sage und schreibe 125 Colchester. Eine beachtliche Zahl, finde ich. Dafür, dass wir mal kurz davor standen an Unterkühlung. Wir haben warme Kleidung und die stirbt an Unterkühlung. Hallo? Das hätte ja nun nicht sein müssen, ne? Aber okay. Vielleicht hat sie keine warme Kleidung geholt. Man weiß es nicht. Wir haben sie extra gekauft. Jetzt wurde ein Baby geboren, jetzt sind wir wieder 125 Colchester. Wie gesagt, dafür, dass wir mal kurz vor dem Aussterben waren. Ich erinnere da an einige harte Winter, wo sie entweder erfroren, verhungert oder beides sind. Oder früher dann, wo sie verhungert sind, weil einfach nicht genug Nahrung da war. Ich hoffe, die Zeiten sind vorbei. Und wir können uns jetzt Wieso ist der kalt? Mhm. Habt ihr keinen... Doch, ihr habt doch Brennholz hier drin. Sie scheint sich aufgewärmt zu haben, das ist gut. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich warme Jacken und so. Ihr könnt euch warmes Ding holen. Ich meine, wir können nochmal Kleidung, warme Kleidung. Und verkaufen dafür Kräuter. Nicht Mehl, Kräuter. So, kaufen wir nochmal 20 Stück oder so. Oder 30. Und bringen die in ein anderes Lagerhaus. So, machen wir erstmal einfach nur eine neue Linie. Da können wir bei Gelegenheit auch mal wieder eine löschen. Von hier nach bringen wir es mal in das da. So. Vielleicht kommen nicht alle hier dran. Ich weiß es nicht. Wobei die, die hier wohnen, die kommen mit Sicherheit an das Lagerhaus hier dran, wo es die warme Kleidung auch gibt. Hier hinten könnte ich es ja noch eher verstehen. Ihr ruht, warum? Euch fehlt Fleisch. Da ist keins drin, okay. Hättet ihr Fleisch abzugeben? Ja, Jäger gibt's hier keine groß an dieser Ecke. Die sind alle in der anderen. Eventuell müssen wir ein bisschen... Wieso habe ich mein Fenster schon wieder zugemacht? Müssen wir ein bisschen, Fleisch hierher transportieren lassen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Fleischpastete. Ich überlege gerade, ob wir umschalten, dass sie erstmal so lange Brot backen. Können wir eigentlich, ne? Oder wir warten, bis Fleisch hier reinkommt. Das dürfte auch nicht mehr so lange dauern. Das ist hier die große Frage. Warten wir vielleicht einfach noch ein bisschen. Achso, wie viel Holz haben wir denn jetzt eigentlich da? Das wollte ich geguckt haben. 650 Holz von 650 Holz. Wunderbar. Steine haben wir auch genug. 226, 220 brauchen wir. Und das haben wir auch genug. Davon haben wir genug. Und davon haben wir auch genug. Wunderbar.
Es kann bald losgehen mit der Herberge. Nicht die Herberge von Bethlehem, sondern die Herberge von Colchester. Ganz schönes Gewusel hier. Alles Mögliche wird herangekarrt. Ich glaube, den Transportweg hier können wir wieder löschen. Genau, das ist weg. Dann können wir den letzten Transportweg einfach wieder löschen. Weg damit. Die zwei können wir auch erstmal löschen. Brauchen wir auch erstmal nicht. So. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Ups, ich suche die Herberge da. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder mit dabei, wenn wir unsere Colchester in den Frühling begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.